Hallo, ich bin der Anakiel und willkommen zurück zur dritten Folge meines Let's Plays von Black Desert Online. Ja, in der letzten Folge hatte ich euch ja ein bisschen was über das Wissen erzählt und an der Stelle machen wir jetzt eigentlich im Prinzip auch weiter, weil ich mir hier das Wissen von den Bewohnern in, wie heißt das Café noch? Olvia, genau, in Olvia holen will. Und da haben wir hier gleich noch welche. Ja, das waren ja die mit dem Ausrufezeichen und die als Fragezeichen auf der Minimap erscheinen. Also sprechen wir mal mit denen allen. Don't bother me. Aha, okay, er scheint ein bisschen dumm zu sein. Nervt mich nicht. Ihr könnt eure Gegenstände hier lassen. Aha, das scheint der Lagerverwalter zu sein. Ja, genau. Items here. Der redet lustig. Wenn ihr ein Haus kauft und es als Lager verwendet, habt ihr mehr Plätze zur Verfügung. Ja, das ist der Lagerverwalter, ganz offensichtlich. Also man hat quasi in jeder Stadt ein Lager. Wobei das jetzt wirklich in jeder Stadt ist, weil es ist nicht so wie in anderen Spielen, das Bankfach, dass man das quasi überall zur Verfügung hat, sondern das ist wirklich in jeder Stadt hat man ein eigenes, hat man ein Lagerhaus und wenn man da was reinpackt, dann muss man auch in diese Stadt zurück, um das da wieder rauszuholen. Und das ist, naja, relativ klein. Man kann aber, indem man dann Häuser kauft, die als Lagerhaus geeignet sind, kann man das dann noch ein bisschen vergrößern. Gibt auch Shop-Items, die das vergrößern können und so weiter. Gut, nur mal ganz kurz, das werden wir uns irgendwann nochmal genauer anschauen. Weiter geht's. Da haben wir den nächsten Samenverkäufer. Oh. Hi. You look unfamiliar. You're an adventurer? Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist nett, Leuten von außerhalb zu begegnen. You have to care for animals with love. Was ist der zu verkaufen? Ah, der hat offensichtlich Saatgut zu verkaufen, weil man kann hier auch sozusagen einen kleinen Garten anlegen, wo man was anbauen kann. Werden wir uns mit Sicherheit auch noch angucken. So, weiter. Haben wir da. Juwelier. Was ist denn das für ein Zwerg? I'm Corin. Vielleicht habt ihr etwas von Interesse für mich. Ich bin so gelangweilt und würde unheimlich gerne eine gute Geschichte hören. I'm actually a dog person, to be honest. Mal gucken, eigentlich können wir mal das Inventar auch ein wieder wenig entlasten, weil wir können. Naja. Ich schon nicht endlos viel rumschleppen, weil wir ja nicht viel Platz im Inventar haben. Was ist das hier eigentlich? Gerissenes Steinfragment. Okay. Deswegen werden wir jetzt mal alles verkaufen, was nicht weiter von Nutzen ist. Wizard Leaf. Schreibunghändler würden diesen Gegenstand zu einem günstigen Preis kaufen. Okay, weg. Das war eine Alchemie-Zutat, die behalten wir. Da kann man scheinbar auch nichts mit anfangen. Achso, gut. Höchstmenge bestätigen. Das scheint auch nichts Sinnvolles zu sein. Höchstmenge bestätigen. Grober Stein. Beschreibung. Eine weitverbreitete natürliche Ressource, welche durch Sammeln erhalten wurde und als Material für die Herstellung verwendet wird. Kann durch Alchemie oder Verarbeitung verändert werden. Gut, das behalten wir erstmal. Das ist zwar derselbe Bogen wie den, den wir haben, aber der ließe sich im Auktionshaus besser verkaufen. Das müssen wir mal ausprobieren, wenn wir irgendwo auf dem Auktionshaus treffen. Also da steht ja jetzt hier unter dem Symbol. Da kann ich mit dem Mauszeiger nicht hin.
Unter dem Symbol steht ja da Marktplatzinfo hoch und tief. Also das ist der Höchstpreis und der Tiefstpreis, mit dem man den Bogen im Auktionshaus handeln könnte. Aber da muss man zeigen, ob das überhaupt was bringt, den ins Auktionshaus zu stellen. Das ist eigentlich ein völliger Anfängerbogen, den jeder bekommt. Bringt eigentlich nichts. Dann können wir ihn auch verkaufen. Also, knapp nicht. So, was haben wir hier? Zerbrochenes Holzfragment, das ist auch Crap, so wie es aussieht. Gerissenes Steinfragment. Gut. Ah ja, wir hatten ja noch letztes Mal noch eine Truhe bekommen. Hier kann man übrigens automatisches Sortieren anhaken, da sieht das Ganze ein bisschen aufgeräumter aus. Ja, was der hier zum Beispiel verkauft, sind so Kristalle, die man dann in Rüstungsteile, Waffen und so weiter reinsockeln können. So, unser Anfängerbogen, den können wir nicht verkaufen, den können wir nur wegschmeißen, so wie es aussieht. Gut. Könnte man auch im Auktionshaus verkaufen. Das was bringt? Nee. Vielleicht gibt es einige Leute, die jetzt sagen, was ist der verrückt und schmeißt die Sachen weg. So, aus der Kiste haben wir rausbekommen ein Milizdolch. Unsere Sekundärwaffe. Gut, die ist besser als die erste. Die können wir, glaube ich, wieder nicht verkaufen. Schauen wir mal. A prim cat or an affectionate nope. Dog? This is probably the hardest Gott. Decision in the world to make. Unnötig Kram im Inventar rum. Ja. Will ich. So. Gut. Okay, weiter. Wir suchen noch NPCs, von denen wir Wissen erlangen können. Ich sehe da noch ein paar Fragezeichen. Gucken, was müsste. Wo auch immer sein. Da. Kann in diesem Spiel klettern. Mal gucken. Nee, das ist zu hoch. Tong, 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 tong. Das klingt nach Schmied. Ja, das ist offensichtlich der Schmied. Ups. Aber den auch. Oh, der hätte. Mit dem Freundschaft schließen. Haben wir von dem auch noch eine Quest bekommen. Die Beharrlichkeit des Meisters. 200 Freundschaft. Das ist schon ein bisschen mehr. So, gucken wir weiter. Da oben ist noch einer. Und da sind noch ganz viele. Arbeitsaufsicht. Aha. Dieser Helm. Nur ein Kühlerschei kann ihn tragen. Der Zwerg hier, ey. Ja, hier könnte man Arbeiter anhauen. Anhauen, sag ich schon. Anwerben oder kaufen. Naja. Sind vielleicht auch Sklaven. Ich könnte auch, wenn ich schon Beitragspunkte hätte, mir jetzt von dem hier einen Ausrüstungsgegenstand leihen. Eine Flöte. Kostüm Hauptwaffe, Kostüm Sekundärwaffe. Hm, okay. Ja, also zu den Beitragspunkten werde ich noch ein andermal noch ein bisschen ausführlicher was erklären. Im Moment haben wir auch noch keine, können wir auch noch gar nichts machen. Was haben wir hier? Möbelhändler. Is this your first time in town? Take a good look around. Ich sehe alles nur verschwommen, obwohl ich letzte Nacht doch so gut geschlafen habe. Na, warum er wohl gut geschlafen hat? Is there anything you'd really like to purchase? Na guck mal, mit dem könnte ich jetzt schon ein Gespräch führen, weil ich das notwendige Wissen bereits erlangt habe. Gucken, der hätte eine Quest mit 100 mehr als angemessen. Schauen wir erstmal, was er zu verkaufen hat. Das war ja ein Möbelhändler. Ja, bei dem kann ich jetzt einen Stuhl oder einen Tisch kaufen für mein Haus. Aber ich habe noch kein Haus, also werde mich auch, glaube ich, hier in Olvia nicht niederlassen, nicht ganz im Startgebiet. Also
Vielleicht in der nächsten Stadt. Da kommen wir dann später hin. So, probieren wir das mal aus mit dem Gespräch. Also, was haben wir denn hier? Ah ja, und für noch mehr Punkte, ja, hier kann man das jetzt leider nicht sehen, für wie viele, aber ich würde mal vermuten, wenn das 100 waren, dann sind das bestimmt 200. Könnte ich auch noch Wissen von ihm erlangen. Die Etheria, was? Etheria Kam. Gut, also, hundertprozentig weiß ich auch noch nicht genau, wie das funktioniert, aber das ist dann so ein kleines Minispiel. Er hat, also das sind dann die Werte von dem, mit dem ich gerade spreche. Er hat hier eine Stufe des Interesses und eine Gunst. Also was die Gunst bedeutet, das habe ich noch nicht so wirklich geschnallt. Stufe des Interesses, das steht dann im Verhältnis zu den Themen, mit denen ich über den sprechen kann. Und ich kann jetzt mit ihm über diese Leute hier reden. Und von denen muss ich jetzt 4 auswählen. Die kommen dann hier rein und dann werden die irgendwie abmarschiert und dann kriege ich dafür irgendwie Gunstpunkte und muss eine Bedingung erfüllen, die hier oben steht. Das ist jetzt in diesem Fall ist das Einfachste, was geht. Sprecht ungezwungen. Also ich muss keine Bedingung erfüllen. Also ich kann jetzt versuchen, so viel Gunstpunkte wie möglich zu bekommen. Weil dann kriege ich, glaube ich, auch mehr Freundschaftspunkte bei ihm. So, und jetzt hier unten die Leute. Die haben halt auch eine Stufe des Interesses und eine Gunst. Und halt, wie viel Interesse sie generieren könnten. Und halt eine Wahrscheinlichkeit, Interesse zu erwecken. Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus der Differenz zwischen der Stufe des Themas und halt der Stufe des NPCs, mit dem ich spreche. Hier ist jetzt die Interessensstufe kleiner als die vom NPC. Also sind es ziemlich genau die Hälfte, ist genau die Hälfte, deswegen sind das nur 50%. Wenn ich da mit Sicherheit einen Erfolg haben will, dann sollte die 100% sein. Hier ist es 31%, 100%, wie bei dem hier. Jetzt ist bei dem allerdings der Nachteil, der erzeugt wenig Gunst und gar kein Interesse. Dann gibt es noch so Kombo-Effekte, wie man hier sieht. Nach 3 Zyklen wird Stufe des Interesses des Gesprächs für 4 Zyklen um 9 reduziert. Ich habe noch absolut keinen Plan, was das bedeutet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Mal gucken, 84%, 100%. Den nehmen wir mal als erstes. Achso. Also mit Rechtsklick wird der in den ins nächste freie Feld eingefügt. Rechtsklick kann ich ihn auch wieder rausholen. Oder ich kann ihn. Ne, kann ich doch nicht. Ich dachte, ich den so am Mauszeiger habe. Kann ich den da einfügen? Nee, geht doch nicht. Gut. Also, Rechtsklick. So, schauen wir mal noch. Wir haben noch mehr Auswahl hier. Den hatten wir schon. Die beiden haben wir noch. 50%, 63%, nehmen wir mal hier in diesem Fall mal die hoch sind und auch 4 Punkte bringen nach Möglichkeit. 84, so schön, 100-0. Hom, schwierig. Wir wollen ja möglichst viele Freundschaftspunkte erreichen. Oh, nehmen wir mal die beiden noch. Ja, da gibt auf jeden Fall einen Erfolg. So, und dann, wenn man die Felder gefüllt hat, dann drückt man auf Gespräch und dann läuft das ab. Bom, bom, Erfolg, Misserfolg. Wow. Also, wir haben jetzt bekommen, funktioniert nicht ganz richtig die Darstellung. 23 Freundschaftspunkte. Und ich könnte jetzt weiterspielen, ohne nochmal wieder neue Energie einzusetzen. Also man muss, um das Gespräch zu beginnen, muss man Energie einsetzen. Und wir versuchen das jetzt einfach mal, weil 23 ist noch wenig. So, was müssen wir jetzt? Gesprächsvoraussetzungen. Erweckt das Interesse von Walter weniger als 4-mal. Also, jetzt sollen wir das erweckte Interesse soll kleiner als 4 sein.
So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das hinkriegen. Also es war ja, der ging ja irgendwie einmal bum, bum, bum und wieder hoch und nochmal dahin. Wenn ich das richtig gesehen habe. Mal schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wenn das nicht klappt, verlieren wir, glaube ich, die 23 Freundschaftspunkte wieder, die wir schon hatten. So, weniger als dreimal. Weniger als viermal. Wir hatten ja, glaube ich, gerade eben weniger als vier. Dann setzen, bauen wir das doch einfach wieder genauso zusammen. Wir hatten als erstes den. Dann glaube ich den. Ah, die Werte haben sich scheinbar ein bisschen verändert. Den und den. Versuchen wir mal. Schauen wir mal. So, hier an den Pfeilen kann man jetzt sehen, wie das läuft. Also von da, nach da, nach da, nach da, nach da. Der jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Also, ein Erfolg. Zwei Erfolge. Ein Erfolg. Ah, und das meinte ich mit, ich habe das noch nicht verstanden, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir das jetzt gewonnen haben. Weil wir sollten weniger als vier Erfolge erzielen. Hm. Okay. Gut. Das hat uns jetzt keine Freundschaftspunkte gebracht. Also, versuchen wir das Ganze nochmal. Nochmal zwei Energiepunkte einsetzen. So, erweckt das Interesse von Volta fünfmal in Folge. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Der Junge ist nicht einfach. Fünfmal in Folge. Fünfmal in Folge. Fangen wir mal mit dem an. Dem. Weil wenn der dann von hier unten zurückkommt, haben wir auf jeden Fall noch einen. So. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Also müssen wir hier noch zwei reinkriegen, die hoch sind. Der bringt uns zwar keine. Wahrscheinlich keine Freundschaftspunkte. So, haben wir noch einen. Ist der beste, den wir jetzt noch haben. Wenn ich das richtig sehe. Ja, dann müssen wir den nehmen. Hoffen wir mal, dass das klappt. 3, 4, 5. Sollte geklappt haben. Ja, gut. Wir brauchen 100, also. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Erlangt eine maximale Gunst von 44 oder höher. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geguckt, was wir eben für eine maximale Gunststufe hatten. Wäre natürlich jetzt interessant gewesen. Aber ich denke mal, wir bauen das ähnlich wieder genauso auf. Als erstes nehmen wir den. Als zweites den. Dann den. Den. So. 25, 46, 76, 92. Das sollte geklappt haben. Jetzt haben wir schon 81 Freundschaftspunkte. Risiko. Jetzt haben wir wieder dasselbe, was wir vorhin hatten, wo ich nicht weiß, wie man das wirklich macht. Erweckt das Interesse von Walter weniger als viermal. Tja, keine Ahnung. Dann nehmen wir jetzt einfach alles die niedrigsten und hoffen, dass das klappt. 100%, 31%. Oh, oh, oh. Das wird doch nie klappen. Ne, Moment, den 31%, den setzen wir dahin. Besser ist das.
haben wir den, den, den. Wie gesagt, ich habe dieses ganze System ehrlich gesagt noch nicht verstanden. 100%, 84%, 100%. Ja. Versuchen wir das mal so. Nein. 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 Das gibt's jetzt nicht. So. Ich verstehe es nicht. Schade. Gut. Ja, das muss ich offensichtlich erstmal rausfinden, wie das wirklich funktioniert. Also brechen wir das jetzt hier erstmal ab. Sonst wird das nachher noch zu langweilig für euch. So, immer noch weiter auf der Suche nach NPCs, die wir noch nicht kennen. Ich glaube... wieder runtergehen. Da ist noch einer. Die Handelsaufsicht. Hallo, I'm Lolly. Hallo, Lolly. Lollipop, Lollipop, Lolly, Lolly, Lollipop. Okay. Die Preise der Produkte, mit denen jeder leicht handeln kann, sinken. Ah, ja. Ja, Handelsaufsicht. Man kann hier, ja, Handelsrouten machen. Das ist allerdings nicht so ganz einfach. Erzähle ich mal was zu, wenn ich das dann auch wirklich mache. Hier kann ich auch noch wieder Wissen erlangen, wenn ich mit ihr sprechen würde. Aber irgendwie klappt das gerade nicht so gut. Also lassen wir das erstmal. Okay. Da hinten ist der nächste. Einzelwarenhändler. Rümpel an. Habt ihr je zuvor eine Halbbestie gesehen? Einige Menschen nennen diese Kreaturen auch Hirschmenschen. Mach doch mal dein Krempel hoch. Ich kann überhaupt nicht dein Gesicht sehen. Einzelwarenhändler. Also, hier kann man dann Heiltränke kaufen, eine neue Laterne oder Laternenöl. Also das war auch so. Erhöht die Brenndauer der Laterne und Lampen um 3 Stunden. Sind da wirklich 3 Stunden? Da lohnt sich das ja doch eher, eine neue Laterne zu kaufen. Die hält nämlich 3 Tage. Okay. Das ist wirklich nur 3 Stunden? Ja, das muss man mal austesten. Gut. Weiter, weiter, weiter. Ich sehe jetzt gerade keine Fragezeichen mehr, aber da waren noch mehr, da bin ich mir sicher. Da, sag ich doch. Da ist noch was. Da müssen wir lang. Hat er gerade singende Kinder gehört oder sowas? Muss eine Halluzination gewesen sein. Da ist auch noch einer. Nehmen wir den erstmal. Ach, noch ein Talentlehrer. Nee. Habe ich mit dem nicht schon gesprochen? Also zeigt er mir hier noch ein Fragezeichen an. Sprechen wir mit dem nochmal. That kid's form is pathetic. You're gonna put your shoulders out if you keep swinging like that. In combat, being able to wield a sword for a long time is crucial. Fight with skill, not force. That's 580. 579. Knock it down 1,000 times, and I'll let you touch my sword. Okay, don't forget your promise later.
You doubt me? You, what's your name? Spit it out. Mhm. Ihr heißt Shiru? Ach, ich vergesse alle Namen. Ich nenne euch einfach einen kleinen Helden. Meinen kleinen Helden. Aha, schick. Your name's not important. I'm just going to call you Little Hero. Also, hier können wir auch Talente lernen. Aber das war doch der, bei dem ich vorhin auch war. Oder in Folge 1, besser gesagt. Ja. Der hat uns auf jeden Fall noch Wissen gebracht und... Ich glaube, ich sehe da eine Quest. Eine Quest. Und einer, der uns noch Wissen bringt. Materialhändler. Materialienhändler. Ein neues Wissen erlangt. Ihr habt eure Erinnerung verloren. Das ist schon in Ordnung. Bald werden die guten Erinnerungen sich wieder an die Oberfläche eures Bewusstseins wagen. Ah ja, ja, das ist... Kommt leider am Anfang gar nicht so gut rüber. Das ist halt so die Story. Man hat halt keine seine Erinnerung verloren. Aber man hat wohl schon mal irgendwas mit diesem Black Spirit zu tun gehabt. Und wenn ihr euch an das Intro erinnert, ich weiß nicht, ob das sowas Gutes war. Das wird sich aber, denke ich, im Laufe des Spiels irgendwann herausstellen. You need a lumbering axe to cut down trees. Werkzeuge, praktische Werkzeuge. Ja, also für Sammeln in diesem Spiel braucht man alle möglichen Werkzeuge. Und, tja, holen wir uns davon schon mal was? Hol ich mir davon schon mal was? Sind ja nicht allzu teuer, aber andererseits will ich mir auch das Inventar nicht zumüllen. Steine kloppen unterwegs. Und vielleicht den einen oder anderen Baum fällen. Das könnte man ja schon mal mitnehmen, ne? Gerbermesser zu Tiere heute ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das soll aber auch erstmal für den Anfang reichen. So, die Kleine hat noch eine Quest für uns gehabt. Es ist jetzt Fressenzeit für mein kleines Kätzchen. Aber ich kann es nirgends finden. Verzeiht, aber würdet ihr mir helfen? Ich kann hier wegen diesen Leuten nicht weg. Ich hoffe, ihr findet meine Katze. Bitte, ihr müsst sie suchen. Sadie bat euch, ihre Katze zu finden. Seht euch sorgfältig um. Mal gucken. Hier kriegen wir Beitrags-EP. Sie sind dann davon kriegen wir dann Contribution Points. Und regenerieren 3 Energie. Ju, eine Katze suchen. Schauen wir doch mal. Da sind wir doch mal so frech und benutzen den Questhelper. Achso, da ist sie ja schon. Also, was müssen wir da jetzt mitmachen? Kann ich hochklettern? Ihr habt Sadies Katze gefunden. Wunderbar. So, können wir gleich abgeben. Ja, komm, runter. I'm a good vendor, aren't I? Go ahead and choose now. Oh, sie war also ganz in der Nähe. Meine Güte. Sie wollte wohl gar nicht weglaufen. Danke, dass ihr sie gefunden habt. Happiness is everywhere. Das ist ja eine ganz glückliche. So, was haben wir denn hier noch? Ich denke, ich mittlerweile endlich mit Karte. Wieso kann ich die Karte nicht öffnen? Das raff ich nicht. Naja. Wird sich irgendwann erklären. So. Zu denen zu kommen, das war, glaube ich, hier hoch. Sind wir mal so dreist und klettern einfach hier hoch. Ah ja, ja, sind wir hier wieder. Oh Gott, hier gibt es aber viele Leute, mit denen man noch reden kann. You can
count on Eden. Don't worry. Auf die Probe, ich vertraue Eden blind. Achso, das sind wahrscheinlich die Leute von Eden. The past doesn't tell us anything about the future. Spürt ihr die heilige Energie und den Fluss des Lebens? Wow. Follow the wise. Seid ihr ein Entdecker? Möge Heraven euch und euren Wegen euch auf euren Wegen beschützen. Buff. Ich sammle zu viel. Hab schon voll den Knoten in der Zunge. So, was haben wir denn hier? Achso, das ist der Gildenmeister, Gildenoffizier. Da könnte man eine Gilde gründen, aber mit dem. Der gibt uns auch Wissen. Das ist Olvia. Ich verwalte das Gildenhaus. Der stottert ein wenig. Goblins are smart. If you underestimate them, you'll be sorry. Goblins sind nicht dumm. Wenn ihr uns nicht schätzt, werdet ihr es noch bereuen. Von dem könnte ich Wissen bekommen über die Wolfshügel. Also ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass also so über Landschaften und so, man muss, kann auf diese Art und Weise das Wissen erlangen, aber halt auch, wenn man tatsächlich selber in diesem Landschaftsgebiet ist, dann bekommt man das Wissen auch. Also deswegen, naja, lassen wir das jetzt erstmal. So, kann man von dem noch was bekommen? Nein. Mit Eden haben wir auch schon gesprochen, da kriegen wir auch nichts mehr. Aber mit dieser komischen Prinzessin, dieser Jared Domongut, hatten wir noch nicht gesprochen. If you have business here, why don't you talk to Grandpa Mills? Warum gibt es heute keine vertrauenswürdigen Abenteurer mehr? Mein Gott, ist die arrogant. Ihr wollt reden? Dann redet mit Opa Mills. Mir ist gerade nicht nach Reden. Okay. Ist das Opa Mills? Achtet auf eure Manieren. Ihr steht vor Jared Domongut, der Tochter des Fürsten von Heidel. Ah ja. Okay, das hat uns aber, glaube ich, auch kein weiteres Wissen gebracht. Hm. Schauen wir doch mal. Also, bei den Dorfbewohnern... Da fehlen uns noch welche. Betrunkene Ausbilder. Priester aus Olvia. Koch aus Olvia. Okay. Und bei den Händlern aus Olvia, oh Gott, da fehlen uns ja noch jede Menge. Luxuswarenhändler, Fischer, Tränkehändler, Pferdefreunde. Naja, da haben wir ja noch ein paar Leute zu suchen. Was war das denn gerade? Wer bist denn du? Die ist ja knuffig. Jo. Was will denn eigentlich der Schwarzgeist von uns? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier eine Quest hängt. Weil diese Combo, die hatte ich schon, ich weiß nicht wie oft ausgeführt. Das müsste eigentlich schon längst fertig sein. Keine Ahnung, warum das nicht weggeht. Ja, ich denke, für, ne? Für diese Folge soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ja. Ich hoffe, ich langweile euch nicht und es macht euch Spaß, mir zu gucken und vielleicht habe ich auch ein paar informative Sachen für euch. Ja, im Moment bin ich halt noch auf der Suche nach den Leuten hier in Olvia, weil ich das Wissen haben möchte. Das brauche ich für mein späteres Spiel, weil ich halt ja Händler und Handwerker sein möchte und dafür brauche ich halt die Energiepunkte und die bekomme ich halt. Das Maximum steigere ich halt über das Wissen in diesem Spiel. Deswegen möchte ich das auch möglichst früh schon erlangen.
Das macht natürlich den Fortschritt in der Story und alles ein bisschen langsamer, aber dafür sehen wir was von der Welt. Und die finde ich einfach nur wunderschön. Also, wenn man sich hier so umguckt, es ist einfach nur der Hammer. Also ich finde es wirklich irre. Also, Landschaft, die Weitsicht und alles. Es ist, ich habe mich also in der Klosbeta, also allein schon wegen der Optik, komplett sofort in dieses Spiel verliebt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es einfach nur fantastisch ist. Ja, aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich langweile euch nicht. Ich freue mich natürlich über Likes, Abos und immer rein in die Kommentare, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt und das Ganze auch konstruktiv ist, dann werde ich mir das gerne angucken und mal schauen, was ich draus mache. Ja, soweit. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Hunter Kiel.